Jo, Leute, willkommen zurück zu einem noch etwas spontanen Video. Ich habe gerade noch zwei aufgenommen. Ich wollte aber jetzt mit euch den Erzdämon machen. Es ist der mit enormer Schaden. Was? Also nur drei Zufälle mit der am Bass entfernt, das... Koma ist safe. Die Bosse wurden ein bisschen gebufft, aber auch gleichzeitig genervt, so wie es aussieht. Das Problem des Dämonen ist jetzt, er ist nicht mehr streuungsimmun. Was zum Fick, warte. Sorry, wenn das jetzt kacke klang, aber warte mal, steht da, das ist noch ein... Hallo, stopp. Nee, warte mal. Okay, warte, stopp. Der Yeti wird gebraucht. Wir müssen jetzt ein schönes Team bauen. Der Yeti braucht... Ich brauche die Streuung. Wir brauchen den Yeti nicht. Wir brauchen die Streuung. Ich hoffe, dass es jetzt so geklappt hat, die Axt fällt. Er ist ein Tag tatsächlich nicht mehr streuungsimmun. Schaut euch die Kette an! Warte mal, was? Es klappt einfach. Und ihr seht da oben, besiegte Bosse. Null. Ich habe das schon im Video gesehen. Sobald man diesen Erzdämon einmal besiegt, in unter den 3 Minuten, wird ein neuer spawnen und das wird einem zu besiegten Bossen zugezählt. Ich weiß nicht, ob es danach ist, wenn ich jetzt den Dämon nochmal halb anschlage, dass er dann nochmal erscheint. Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Ja. Also ihr seht, der Erzdämon ist ziemlich einfach. Er braucht eigentlich bloß ein genügliches Streuungsteam. Helden die Pixie, auch gute Idee. Rose, sehr gute Idee, finde ich. Oder mein Grimfy mit Streuung, sehr, sehr gute Idee. Vor allem, wenn da Monster-Spawns noch sind. Rockno, ja gut, hat er diese Chance. Sasquatch für einen Freeze ist auch ganz nett. Und dann halt Buff und so. Ich werde mein ganzes Team auf Streuung umrüsten. Also, wenn ihr eine 5er Streuung kriegt, kommt ihr direkt auf Kalypse und dann auf Beastmeister, glaube ich, weil da ist mir der Schaden egal. Hauptsache, ich krieg hohe Platzierungen. Ich glaube nicht, dass ich so schnell Platz 1 werde, weil da werden immer einige an. Da würde ich Lavanica Hüterin brauchen müssen. Und die habe ich nicht. Ich werde es auf dem Main nochmal ohne Video, glaube ich, machen oder vielleicht in einem anderen Video, das nochmal ganz später kommt. Ich habe das dritte Video hintereinander aufgenommen und jetzt langsam nicht mehr echte Themen aus. Also das ist noch gar nicht so gut. Ich bin kein Pro-YouTuber. Ich mache es, weil es mir Spaß macht und weil, ja. Wenn mir was Tolles einfällt, was jetzt nicht jedem anderen einfällt, dann kann ich das auch in die Community bringen. Bis das mir nach einfällt, wir brauchen statt Eros eigentlich, nehmen statt Trixie, nehmen wir jetzt noch den Druiden mit, dass wir ein bisschen Damage reinbekommen. Das ist ja mal richtig schlecht. Schaut euch den Dreck an. Ich kratze dem gerade mal den Rücken ab. Der denkt sich auch bloß, ich werde von Verrückten angegriffen. Ja, also ihr könnt sehen, auch die heftigsten Dämonen, wo ihr bestimmte Helden gebraucht hättet. Ihr könnt jetzt diesen einfachen Dämonen mit Streuung komplett ausschalten. Ist ein bisschen, meiner Meinung nach, eine dumme Idee, aber auch gleichzeitig eine nette Idee für Free-to-Play, die nicht wirklich alles perfekt haben. Okay, was wollten wir raus tun? Trixie raus, Dudu rein. Wo bin ich gleich neu? Und sofort Schild setzen. Ich habe keinen Bock, dass mir jetzt da irgendjemand verreckt.
Ich glaube, ich werde die Streuung auch auf 7 ziehen von meinem Grimm und auf beiden Accounts auf 8, weil das ist auf beiden Accounts mein stärkstes Streuungsfeld. Aber auf dem Main-Account ist es auch noch die Harpy Queen. Ja, wir werden sehen. Ich werde, glaube ich, jetzt bis zum Ende skippen. Ich sehe aber, Damage ist schon viel höher. Ich werde bis zum Ende skippen. Mal schauen, was da rauskommt. 150k war beim Bestes oder 150 Millionen oder 1.500.000. Wir werden sehen, was daraus kommt. Druide Schalt buffen. Ihr könnt jetzt, wie ihr gesehen habt, normalerweise muss ich den Schild sofort setzen. Nur so muss ich aufpassen, dass die Trixie sofort auslöst, damit die Kürbisse direkt angegriffen werden und ich mit dem Schild vielleicht nochmal eine Sekunde warten kann. Aber ich sehe, die müsst einfach nur die Helden setzen. Den Tank einfach ganz vorne. Ich meine Rockno, weil das sich selbst hochhält. Und Streuen gibt, das sieht übrigens ziemlich cool aus, finde ich. Der Ton hat einfach auf seinem Nashorn und dieses Cape. Oh Gott. Ein GG, das ist ein richtig cooler Skin. Es gibt ganz andere Skins, kann man schon gut sagen. Die Skins gibt es richtig coole dabei. Meine Favoriten sind ja ehrlich gesagt die Drachen. Also meiner Meinung nach Moltanica und Elektrika. Der Grimm-Skin sieht auch richtig geil aus. Der Aeroskin, naja, aber mittlerweile habe ich mich, der ist so mittlerweile so lange da, der sah richtig komisch aus am Anfang. Aber das ist so lange da, mittlerweile finde ich ihn eigentlich sogar richtig gut. Der Yeti-Skin zum Beispiel ist, ja, ist ganz okay. Santa-Skin, bisschen komisch. Oh, guckt euch deinen Schaden an, jawoll, ja. Guckt euch das an. Ein Fünftel fast. Jawoll. Stehen geblieben, ja. Dann Medusa Skin, das ist eh schon so ein Castle Clash, ist eh schon so ein, ja, kann man sagen. Schaut man sich einmal die Assassine an, da finde ich dieses Käse Krankenschwester Skin Teil nicht gerade angebracht. Aber gut, das muss da GG wissen, was sie da tun dürfen. Warum hat er Mist, bitte? Fragezeichen. Vielleicht weiß da ist der Gilde man mehr, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Auslösen dürfte er nicht. Das, ja. Skins, das könnte man noch. Gargoyle Skin ist auch ganz okay. Vom Brock her finde ich den Brock finde ich cool. Athene Skin. Der Brock ist mal übelst geil. Und ja, die wird jetzt wahrscheinlich gleich rum sein. Ich habe es wieder viel zu lange aufgenommen. 570 Millionen, ich bin komplett zufrieden damit. Das geht straight bergauf. Ich glaube, ich werde morgen mal nochmal probieren, einen Helden rauszutun und neun Helden rein. Für die muss jetzt auf jeden Fall erst meine Streuung her. Willkommen Streuung im Team und das hätte auch klappen können. Ja, damit war es das für das Video. Mein Plan ist jetzt auf jeden Fall mal versuchen die Kali mit einzubinden, die Kalypso, weil die hat diesen Schadeneffekt, genauso wie Beastmeister. Ich glaube, Kalypso wird da jetzt nicht so viel bringen. Seit ich level da jetzt das ganze Dämonenteam hoch, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee und ich versuche Streuung für die meisten zu bekommen. Der hat noch nicht mal ein Skill-Level, also ja, ich würde sagen, das war's in dem Video. Ihr seht, der Erzdämon ist jetzt viel einfacher. Viel Glück bei euren Kämpfen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.